Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem weiteren Diablo 3 Klassenguide. Ihr seht vielleicht schon anhand meines aktuellen Gears hier, ich habe zwei Einhandstreitkolben in der Hand und spiele dementsprechend auch ein Wirbelwind-Spec. Ja, ich gehe jetzt einfach mal in Akt 3, allerdings ist das Ganze auch für Akt 1, 2 und 3, 4, beziehungsweise ja für alle vier Akte eigentlich möglich. Schauen wir direkt mal auf die Fertigkeiten, wie ich gerade aktuell spiele. Auf der linken Maustaste habe ich die Primärfertigkeit Hieb mit dem, naja, mit der Rune Anstacheln. Ja, ist so ein zusätzlicher Wutindikator. Und auf der rechten Maustaste habe ich dann schon den Wirbelwind. Dort allerdings die Rune Orkan, damit ich während des Wirbelwinds ja mein normales Lauftempo behalten kann. Ansonsten auf der ersten Tastaturtaste habe ich Zorn des Berserkers. Ist eigentlich ja mein Cooldown für ein bisschen schwerere Packs, beziehungsweise allgemein. Ja, in Akt 3 allgemein alle Packs eigentlich spiele ich so. Dort habe ich die Rune Abschlachten drin, ganz wichtig. Bei jedem kritischen Treffer habe ich eine Chance, eine Blutexplosion hervorzurufen, wodurch andere Gegner bzw. Monster in einem Umkreis von 15 Meter 155 Waffenschaden erleiden. Und das ist dann schon, ja, ein schönes Schlachtfest, möchte man mal so sagen. Ansonsten habe ich auf der Taste 2 meinen Sprint. Erhöht meine Bewegungsgeschwindigkeit um 40%. Die Rune Schnell wie der Wind habe ich auch noch drin. Das heißt, ja, ich verursache insgesamt 3 bis 4 Wirbelstürme, wenn ich mich bewege. Das ist ganz wichtig. Solltet ihr nun auf der Stelle stehen bleiben und dann Sprint drücken, passiert nichts. Solltet ihr euch bewegen und laufen, verursacht ihr hinter euch diese Wirbelstürme. Ich zeige euch das gleich nochmal im Video. Ansonsten auf der dritten Tastatur habe ich, auf der Taste 3, habe ich meinen Shout weiterhin mit gewappnet, dass ich meine Resistenzen um 50% erhöhe. Und auf der 4 habe ich Kampfrausch. Ja, verursacht meine oder erhöht meine kritische Trefferchance um 3% und meinen verursachten Schaden um 15%. Ja, sollte man immer oben halten. Ganz wichtig. Ansonsten die passiven Fertigkeiten. Waffenmeister, da ich zwei Streitkolben habe, bekomme ich dadurch auch nochmal eine 10%ige kritische Trefferchance. Und da beim Wirbelwind Barbar Guide, beziehungsweise beim Wirbelwind Barbar Spec nun mal alles wirklich um Crit und Schaden geht, solltet ihr darauf achten, dass ihr wirklich einen Streitkolben oder eine Axt in der Mainhand beziehungsweise Offhand habt. Und ja, alternativ könnt ihr auch ein Schwert oder ein Dolch nehmen. Und ja, gnadenlos ist meine zweite passive Fertigkeit. Nochmal kritische Trefferchance um 5% erhöht und der kritische Trefferschaden um 50% erhöht. Ansonsten noch Nerven aus Stahl erhöht euren Rüstungswert um 100% eurer Vitalität. Ja, schauen wir mal ganz kurz auf die ungebufften Stats, so wie ich sie jetzt hier habe. Das ist, ich sag mal, das wirkliche Minimum für Akt 3. Ich buff mich mal ganz kurz. Ihr seht hier kritische Trefferchance 36%, kritischer Trefferschaden 233%. Normal sagt man, ab 3 sollte man so ab 40% kritische Trefferchance gehen. Ja, der Schaden ist jetzt gerade 33.592. Sagt man eigentlich auch in der Regel ab knapp 40.000, aber das ist jetzt hier nur so ein, ja, so ein Mini-Indikator, wenn man so möchte. Ansonsten Resi All sollte so um die 900 sein, habe ich zwar nicht ganz, aber ja, geht auch. Also jetzt für Akt 3 so um die 900. Ansonsten ist ganz wichtig der Leben pro Treffer. Wo ist der denn? Müsste hier unten irgendwo sein. Genau, Leben pro Treffer 1155. Alles über 1000 ist gut für Akt 3. Alles unter 1000 ist gut für Akt 2 und Akt 1. Sage ich mal direkt so, wie es ist. Ja, schauen wir noch ganz kurz auf meine Mainhand bzw. Offhand. Ihr solltet darauf achten, dass ihr eine möglichst schnelle Waffe habt. Das kann auch ein Dolch sein mit möglichst vielen Angriffen pro Sekunde, weil einfach der Wirbelwind, ich weiß nicht genau warum, aber er hat irgendwie, naja, er proggt wohl wahrscheinlich öfter bzw. verursacht einfach mehr Schaden, je mehr Angriffe ihr pro Sekunde durchführen könnt.
Ansonsten solltet ihr natürlich gerade darauf achten, was die Stats anbelangt, dass ihr in euren Waffen, sei es jetzt Mainhand oder Offhand, unbedingt einen Sockelplatz habt, dann möglichst, naja, kritische Treffer Schaden drauf habt. Das habe ich jetzt durch den Sockel natürlich. Ansonsten Leben pro Treffer natürlich und Life Leech. Ihr seht, ich habe jetzt hier in meiner Mainhand 2,3% des verursachten Schadens wird in Leben umgewandelt. In meiner Offhand habe ich hingegen 559 Leben pro Treffer. Und ja, Ringe sollten natürlich kritische Trefferchance erhalten. Also ihr solltet wirklich auf Crit und Leben pro Treffer kommen. Ihr seht, ich habe jetzt hier nur zwei Items wirklich mit Leben pro Treffer und komme damit dann auf knapp 1155. Falls ihr jetzt nicht wirklich, also ich sag mal so, die Items, die ich jetzt hier habe, sind relativ teuer. Ich glaube, ich habe da 4 oder 5 Millionen für bezahlt. Falls ihr mit dem Wirbelwind-Barbar anfangen wollt, könnt ihr in die Offhand ruhig eine, ich sag mal, eine günstigere Waffe nehmen. Die kann auch von mir aus blau sein, das ist gar kein Problem. Ihr müsst halt wirklich darauf achten, dass sie schnell sind, also viele Angriffe pro Sekunde haben, dass sie einen Sockel haben, wo ihr dann Crit-Schaden rein könnt, sockeln könnt. Ja, Leben pro Treffer sollte sie haben und Life Leech. Und das Ganze gibt es zwischen 50 und maximal 500.000 Gold. Da müsst ihr jetzt gar nicht so auf die DPS an sich achten, sondern wirklich nur auf die Stats, die da drauf sind. Und dann könnt ihr eigentlich schon loslegen. Ja, die ganzen Items, falls ihr euch fragt, was ich hier für Items habe, könnt ihr in der Videobeschreibung nochmal finden. Da habe ich dann noch einen schriftlichen Guide zu dem Ganzen hier verfasst und da seht ihr dann auch die ganzen Bilder von meinen Items. Da ich aktuell nur 7, naja, 6.234 Rüstung habe, würde ich mich jetzt, glaube ich, für die Verzauberin entscheiden, weil ihr solltet für Akt 3 so um die 7.000 Rüstung haben. Alternativ könnt ihr natürlich auch den Schuft mitnehmen, da dieser durch die Fähigkeit Anatomie unsere kritische Trefferchance nochmal um 3% erhöht. Ich zeige euch das hier gleich nochmal. Ja, müssen wir kurz warten. Dann seht ihr, nochmal schauten, dann seht ihr, jetzt habe ich hier 39%, weil ich halt gerade auch Kampfrausch aktiv habe. Und ja, ich nehme jetzt einfach mal den guten Schuft mit. Ich hoffe, das sollte passen. Aber ja, sollte eigentlich kein Problem sein. Zur Spielweise kommen wir sofort. Wir fangen mal ganz oben an, Steinfort. Und ja, im Steinfort angekommen. Ganz wichtig, wie gesagt, immer Kriegsschrei oben halten. Außerdem natürlich Kampfrausch und danach direkt schon Sprint drücken. Im Idealfall bereits, bevor man ein Pack trifft, da sich diese kleinen Tornados dann schon schön aufbauen können und dann eigentlich schon direkt anfangen zu wirbeln. Beim Wirbeln ist immer das Problem, beziehungsweise nicht das Problem, sondern ihr benötigt immer eine gewisse Menge an Mobs, die um euch herum sind. Das sind in der Regel so um die 5, 6 Mobs, die um euch herum sind. Einzelne Mobs könnt ihr nicht wirbeln, da ihr einfach zu wenig Wut regeneriert, als dass ihr, naja, stabil Wirbelwind aufrechterhalten könnt. Nur mal so als Hinweis. Jetzt kann ich euch noch mal zeigen, was ich meine mit dem Sprint, dass man sich bewegen muss. Ich habe jetzt hier gerade Sprint aktiv, es passiert nichts. Sprint ist ausgelaufen, ich laufe, drücke Sprint. Und ja, 1, 2, 3, 4, diese vier Wirbelstürme procken und verursachen dann einiges an Schaden. Also das ist nicht ohne, darf man nicht vernachlässigen. Ja, wir schauen mal, dass wir hier direkt schnell ein Champion Pack finden. Und ja, die scheiß Greifen. Da vorne sind schon direkt Champions. Vereist. Okay, vereist ist auch noch immer noch ein Thema für sich. Ja, wir zünden unseren Berserker, zünden direkt unseren Sprint, auch wenn das jetzt hier doof ist, weil das nur wirklich nur zwei Mobs sind, beziehungsweise ein Dreierpack. Das heißt, wir können hier nicht wirklich schön aktiv wirbeln, aber ihr seht, es geht doch noch. Im Idealfall hättet ihr jetzt hier noch natürlich ein paar mehr Adds um euch herum. Das wäre dann ideal gewesen. Aber ja, zeige ich euch nochmal. Ja, Sprint an, wirbeln und dann seht ihr hier schon, sind hier einige Mobs. Ich pull einfach mal ein bisschen näher.
Da hinten sind auch noch ein paar lecker Mobs. Und ganz wichtig, was ich noch vergessen habe zu erwähnen, alle 3 Sekunden bzw. 4 Sekunden müsst ihr auf Sprint erneut drücken, damit dieser dann auch, naja, der läuft relativ schnell aus und damit dieser dann weitere Wirbelstürme prockt, muss man das einfach regelmäßig erneuern. Ansonsten haben wir jetzt hier noch vereinzelte doofe Beschwörer-Ads. Das sollte aber auch kein Problem sein. Ja, ich habe jetzt nicht mehr genug Hut, da es einfach zu wenig Mobs sind. Und ja, hier noch der letzte Beschwörer, Prophet der Gefallenen. Ihr seht ja, sie platzen relativ wirklich schnell. Schauen wir mal, dass wir hier noch direkt ein zweites Champion Pack erwischen. Dann, na, wobei gerade habe ich Cooldown auf meinen Zorn. Und ja, Sprint, reinwirbeln, kurz Wut aufbauen. Ich habe nicht genug Wut gehabt. Und dann sind sie auch schon kaputt. Und ja, ihr seht ja, das klappt hier wunderbar. Und ja, so spiele ich dann eigentlich meinen Barbar in komplett Akt 3, beziehungsweise auch Akt 2 und Akt 1. Ja, für Akt 1 und Akt 2 braucht ihr halt ein bisschen weniger Gear. Für Akt 3 braucht ihr eigentlich ein bisschen mehr Gear, ich sag's so wie es ist. Also mit meinem Gear spätestens am Ariad-Krater ist bei mir bei einigen Packs, sage ich mal, vorbei, da diese doch recht extrem zuhauen. Ja, gerade mit diesem Meteor bzw. mit dem Feuer habe ich einfach nicht genug HP für bzw. wahrscheinlich zu wenig Rüstung. Und ja, das war's von meiner Seite aus. Ich hoffe, ich konnte euch in dem Guide ein paar Tipps geben. Und ja, es hat euch gefallen, geholfen. Und ich sage, bis demnächst. Macht es gut, haut rein. Ciao.